Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch als Musik Meine Sprache wurde von Unheilig. Alle weiteren Informationen zu diesem Hörbuch, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Hörbuch und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Als Musik Meine Sprache wurde von Unheilig. Der Graf liest seine Autobiografie. Das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier ausnahmsweise mal keine Musik, sondern ein Hörbuch vorliegen. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier ein schwarzes Hörbuch. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Deluxe Edition ungekürzte Lesung. 7 plus eine CD inklusive dem unveröffentlichten Debütmusikalbum Dreams and Illusions des Grafen und einem umfangreichen Fotobooklet über seinen musikalischen Lebensweg. Jawohl, das alles erwartet uns hier. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So, die Folie ist ab und so sieht das Ganze dann aus. Hier oben lesen wir Unheilig. Dann haben wir hier den Frontmann von Unheilig, den Grafen, abgebildet. Sieht so aus, als würde er mitten im dichten Verkehr einer Stadt stehen. Und darunter lesen wir dann, als Musik meine Sprache wurde, der Graf liest seine Autobiografie. Deutsche Grammophon Literatur. Auf der Seite haben wir einmal das Unheilig-Logo. Dann lesen wir hier wieder das, was wir schon von vorne kennen, plus Deutsche Grammophon. Und auf der Rückseite haben wir hier zuoberst einen Barcode, dann haben wir hier eine Inhaltsangabe und eine Info, was sich hier noch befindet. Okay, also das werde ich euch mal kurz vorlesen, diese zwei Absätze. Viel wurde über Unheilig und den Grafen geschrieben und gesagt, aber noch nie hat er sich selbst umfassend und ausführlich zu sich und seiner Person geäußert. Nun bricht der Graf endlich sein Schweigen und gibt in seiner offiziellen Autobiografie einen überaus ehrlichen und offenen Einblick in sein bewegtes Leben. Er spricht über seine Jugend und seinen familiären Hintergrund, die ersten Jahre im Musikgeschäft, die Zeit des Kämpfens und Durchhaltens trotz vieler Rückschläge und den am Ende fast märchenhaften Aufstieg zum erfolgreichsten deutschen Musiker dieser Zeit. Dann ein Zitat. Ich habe dieses Buch für all jene geschrieben, die mich schon seit so langer Zeit begleiten. Meine Familie, meine Freunde und für meine Fans. Durch euch alle konnte die Musik zu meiner Sprache werden. Und das ist das schönste Geschenk meines Lebens. Ich danke euch allen von Herzen, euer Graf. Dann haben wir hier noch die Unterschrift des Grafen, UH für Unheilig. Und dann haben wir hier noch den Boxinhalt. Und zwar lesen wir hier, Bonusmaterial enthält das erste und bis dato unveröffentlichte Album Dreams and Illusions aus dem Jahr 1994 sowie den allerersten Song des Grafen überhaupt. Ungekürzte Lesung auf 7 CDs, Laufzeit ca. 530 Minuten plus Musik-CD mit 14 Tracks. Alles klar. Darunter haben wir dann noch die Credits. Hier rundum lesen wir auch noch, als Musik meine Sprache wurde. Also schöne Detailarbeit. Das Ganze lässt sich dann hier oben aufklappen und als erstes kommt uns hier einmal ein Booklet entgegen, zu dem kommen wir dann noch, das scheint hier eingeklebt zu sein. Dann hier ein schwarzes Bändchen und dieses gibt dann den ganzen Boxinhalt frei. Also dieses schwarze Band hier ist auch wieder festgemacht und hilft eben dabei, die Inhalte hier rauszuholen, damit man hier nicht irgendwie da so die Ecken oder die Seiten der Cover beschädigt. Hier lesen wir dann auch wieder, als Musik meine Sprache wurde, darunter dann das Unheilig-Logo. Und auf der linken Seite haben wir ein Booklet. Was mich etwas stört, ist, dass dieses Booklet hier irgendwie festgemacht wurde. Und zwar wurde das hier festgeklebt. Aber ja, hier haben wir einmal ein altes Foto des Grafen. Jawohl, also hier haben wir dann nochmal so eine Widmung. Hier spare ich euch jetzt an dieser Stelle. Ich glaube, ich habe genug vorgelesen. Könnt ihr euch an dieser Stelle gerne mal kurz anhalten, das Video, und durchlesen. Dann schauen wir mal durch. Weitere Fotos. Ja,
der Graf, wie er leibt und lebt. Also jede Menge Fotos hier live. Dann haben wir hier die Infos zum Hörbuch und zu der Musik. Das Buch, klar, nachdem es ein Hörbuch gibt, gibt es natürlich auch das reguläre Buch zu kaufen. Ist hier erschienen im Riva Verlag. So, genug dazu. Wir kommen zum Inhalt. Und zwar haben wir hier die einzelnen CDs allesamt in Papphüllen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hätte eine andere Form der Unterbringung für die CDs bevorzugt. Aber ja, man hat sich in diesem Fall für Papphüllen entschieden. Und zwar haben wir hier dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Das ist dann wirklich so das ganze Hörbuch eingesprochen. Und dann haben wir dann noch auf CD 8 das besprochene Album. So sehen die aus. Also die haben hier allesamt diesen Rahmen, wo wir eben lesen, als Musik meine Sprache wurde, und sind dann hier durchnummeriert. Wie gesagt, von 1 bis 8. Und auf der Rückseite haben wir dann die Anspielstationen. Also in diesem Fall hier 8 Kapitel auf CD Nummer 1. Und das zieht sich dann so durch. Jawohl. Also ihr seht, die Kapitel wurden hier auch nochmal alle einzeln angeführt, damit ihr den Überblick behaltet, wo habt ihr aufgehört und wo möchtet ihr weiterhören. Und vom Design her alle in diesem Schwarz-Weiß und das Foto ist immer farbig in Blau und Weiß gehalten. So, genug zu den CDs des Hörbuchs. Denn es gibt ja noch diese Bonus-CD, die 8. CD, ist auch hier nummeriert mit 8. Und hier haben wir dann einerseits mal die Danksagung, also das allerletzte Kapitel des Buches, 87. Kapitel, Mein Dank, 1 Minute 39 geht das. Und dann haben wir darunter noch die Tracks des ersten Albums. Wie gesagt, Dreams and Illusions, das bis heute, ja, oder was heißt bis heute, das allererste Album des Grafen und auf diesem eben auch ein unveröffentlichter Track, beziehungsweise ich glaube, es ist sogar das komplette Album bisher unveröffentlicht gewesen. Trotzdem, dass es das erste Album ist, gab es dieses bis jetzt noch nicht zu kaufen. Ja, wir schauen mal kurz hinein. So sieht das aus. So sieht die CD aus. Ich gehe mal stark davon aus, dass die anderen CDs, die habe ich jetzt gar nicht reingesehen, ja, also die sind alle in diesem Stil gehalten. In Silber an der Seite und in der Mitte dann in Weiß und Grau. Auch wieder in dieser Optik, wie auch schon der Rahmen hier. Ja, also, so sieht das aus. Insgesamt 87 Kapitel. Das 87. Kapitel ist eben die Danksagung plus diesem unveröffentlichten Album, seinem Debütalbum. Ja, das alles. Diese 8 CDs in der Papphülle. In dieser wunderbaren Hörbuch-Edition. Als Musik meine Sprache wurde, der Graf liest seine Autobiografie. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Hörbuch bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Hörbuch bzw. die Musik von Unheilig von dem Grafen feiert, falls ihr Unheilig unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.